Das ist das Retro Inferno mit einer eiskalten Rachegeschichte. Retro Inferno. Willkommen zum Retro Inferno, das Format bei Robocoon TV, wo es um ja etwas ältere Titel geht. Etwas. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt gern mit einem Like und einem Abo mit dabei. Würde mich sehr freuen. Heute geht es um einen PlayStation 2 Titel aus dem Jahre 2002. Gungrave heißt das Ding. 2002 von Activision gepublished, kam raus. Ein richtiger Ballermann mit Cell Shading Einschlag. Und ich habe das Spiel damals auf einer Demo, glaube ich, gespielt. Also ich habe es schon mal gezockt, jetzt habe ich es mir geholt. Und zwar diesmal nicht auf einer Retro-Games-Convention, wo ich sonst immer hingehe. Also könnt ihr gern mal vorbeischauen. Und vor allem, wenn ihr checkt eure Amtsblättchen, ob da in der Nähe irgendwo eine Retro-Games-Con oder sowas ist. Gerade von Bernd Kühn ist mega. Nee, diesmal habe ich mir das Game woanders besorgt. Nämlich, ich halte es mal hoch. Oh, geil, das Gameboy Ding ist ja auch durchsichtig wegen dem Key. Die Italian French Connection in Grünstadt, Rheinland-Pfalz. Also ganz easy zu merken. Italian French Connection, wenn ihr aus dem Einzugsgebiet von Grünstadt stammt. Da ist halt auch noch Frankenthal, Bad Dürkheim. Ich denke auch Leute aus Ludwigshafen oder Mannheim können da auch immer noch easy herkommen. Kaiserslautern wäre vielleicht auch was. Ich habe es schon mal gesagt, neben dem Grünstadter Kino, der Filmwelt Grünstadt und deren Bistro des Didiers ist die Italian French Connection die Station, die ihr auf jeden Fall in diesem Ort besichtigen solltet. Ein fantastischer Laden, super aufgeräumt, top Personal und die sind auch öfter mal auf diesen Retro Games Cons unterwegs. Vielleicht habt ihr sie sogar dort schon kennengelernt. Genau, da habe ich mir diesen Stoff geholt, Gungrave 2002 rausgekommen und ja, wir gehen da direkt mal rein. Swish. Ziehen uns das Game rein, ob das gepasst hat. Das Witzige ist, das Ding sieht aus wie ein Anime, also so eine typische Anime-Versoftung. Nur, ich gehe gerade mal in Optionen, Schnellfeuer ein. Ich glaube, das ist angenehmer. Wie eine Anime-Versoftung. Jetzt kann ich schon mal vorwegnehmen, der Titel wird definitiv nicht jedem gefallen. Ist halt so. Aber da kommt dann halt auch ganz schnell dieser, ja, Lizenzverwurstung. Aber das Anime dazu, das kam erst später. Also nach 2002. Es kam dann auch irgendwann, ich glaube 2006 rum, auch noch eine Fortsetzung, die habe ich aber noch nicht gespielt. Wir gehen mal in ein neues Game. Der Schnee fällt. Also ein Anime wurde produziert von Madhouse. Habe ich noch nicht gesehen, aber Madhouse, die haben ja zum Beispiel Paprika gemacht oder One Punch Man zum Beispiel dürfte ja, vielen ein Begriff sein, also schon ein anständiges Studio, wenn ihr da mal nachforscht, was die sonst so gemacht haben. Das ist schon eine gute Glitch, also kann ich mir vorstellen, dass Gungrave der Anime schon richtig gut ist. Scheint auch ein bisschen anders von der Story zu sein. Prämisse ist ähnlich, es ist halt so eine Rache-Story. Es ist so im Gangster-Milieu und dann sind halt, ich glaube, zwei Typen, die sich nicht so grün sind. Der eine ist jetzt halt der Oberboss, der andere wird gekillt und kommt dann so The Crow-mäßig wieder zurück, um sich da zu rächen. Also wer so auf diese typischen Tropes steht, von den Toten auferstehen. Also ich mag Spawn halt super gerne. Da könnte auch mal wieder ein cooles Game kommen. Auf der PlayStation 2 gibt es ein Spawn-Spiel, was richtig, richtig gut ist. Auf dem Dreamcast, das ist mega. Oh, jetzt halt Story. Das Mädchen hat diesen schweren Koffer. Da ist er. Beyond Grave wird er, glaube ich, genannt. Syndikat. Was ist in diesem Koffer drin?
Bam, zwei Knispen. Was bedeutet, dass es in diesem Spiel wohl weniger um Dialoge geht? Und Brille auf? Okay, wichtig. Auch wenn man aus dem Grab wiederkehrt, Brille nicht vergessen. Mann, Schnupfen, es wird Winter. Oder es ist Winter. Das ist ein Name aus guter alter Zeit. Dir reicht. Was auch lustig ist, guck mal, mein Shirt ist grün. Geil. So, das da hinten ist so eine Art Sarg. Keine Ahnung. Aber da hat man normalerweise als guter Rachefürst, hat man da immer noch Potenzial drin. Gangreif. Genau, PlayStation 2 ist das. Cell Shading like. Passt ja. Zuletzt hatten wir 13, das Original. Nochmal auch 13 auf der PS2 habe ich mir bei der Italian French Connection geholt. Wir sind im Schlachthaus. Darf man nicht zu wörtlich nehmen. Gibt auch in Wiesbaden gibt's auch, den alten Schlachthof, wo öfter Konzerte und Club-Stuff geht. Wäre schön, wenn es bei dieser Grafik bleibt. Das ist schon okay hier. So, jetzt erstmal durchgeladen. Alle warten. Schön, bis wir durchgeladen haben. Und dann würde ich mal sagen, wir drehen mal den. Drehen gerade mal die Musik ein bisschen zurück, dass das vom Sound her auch halt richtig geht. Und da rappelt es halt schon. Man hätte auch gut und gerne einen Rail-Shooter da draus machen können. Es ist wirklich von der Steuerung leider sehr träge. Wo kann ich denn nochmal... Oh, es gibt so eine Zielfunktion. Die habe ich aber jetzt... Genau, die habe ich jetzt aber nicht so mega verstanden. Hier dance da umher. Wer jetzt so glaubt vom Ersteindruck, hey, das ist ja geil, das ist ja wie Devil May Cry oder sowas. Nee. Ist es leider nicht. Der Kollege hier, die, glaube ich, ne? Wo schießt die denn her? Ah, so, dann prügel ich den mal mit meinem Sarg weg. Der steuert sich sehr, 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 sehr träge. Der rechte Analogstick wird hier überhaupt nicht verwendet. Wäre halt natürlich eine super Geschichte, um die Kamera zu drehen. So passiert das mehr oder weniger gut von alleine. Ihr seht, ich treffe den jetzt gar nicht. Also, naja, irgendwann macht das dann doch. Ich kann aber rennen. Das passiert auf der Kreistaste. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, ob das auch auf der original Xbox rausgekommen ist. Das hätte ich vielleicht noch schauen können. Springen hier können wir auch. Es gibt wohl eine Zeitlupe-Funktion, die konnte ich bisher noch nicht aktivieren. Es gibt auf jeden Fall auch eine Ulti, die gute alte Tante Ulti, die, ihr seht, damit man müsste halt einfach hier die Kamera drehen können. Und das Problem ist, wenn man moderne Steuerungen gewöhnt ist, oder was heißt moderne Steuerung, sowas gab es halt zu PlayStation 2 Zeiten auch schon. Wenn man das gewöhnt ist, instinktiv greift man nach dem rechten Analogstick und versucht die Kamera zu drehen, und dann ist es halt mega unbefriedigend, wenn es dann nicht funktioniert. Zum Preis von dem Titel, also den dürftet ihr locker so im 5 bis 10 Euro Bereich dürftet ihr den finden. Und ich finde, bei solchen Retro-Dingern ist es halt einfach, gerade jetzt die Zeit passt. Es ist Winter und vielleicht gibt es ja mal den Luxus, dass man einen Tag hat und man wirklich nichts zu tun hat. Oder halt sagt, okay, ich schiebe jetzt noch einiges vor mir hier her. Ich brauche jetzt einfach mal eine Auszeit. Und was macht man dann?
ja klar, was zocken. Und manchmal sind solche Titel, auch PlayStation 2 oder auch manche PlayStation 1 Titel, die man auskramt oder die man sich jetzt auf einer Retro Games Con oder dem Games Laden seines Vertrauens geholt hat. Da kann man dann vielleicht auch einen netten grauen Tag verbringen. Es gibt auch, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt eine Ulti, die werde ich auch mal, die können wir gleich mal machen, ne? Da gibt es auf jeden Fall mehr, die kann man dann, so jetzt, noch freispielen im späteren Verlauf. Gibt da so eine Handvoll und die kann man dann auswählen. Dann rappelt's. Jetzt haben wir eben den Raketenwerfer-Rucksack. Ist halt schade, hätte man hier bei diesem Spiel einfach mehr Wert auf eine präzisere, schnellere und präzisere, schnellere Steuerung gelegt, dann wäre hier eine absolute Kaufempfehlung bei rausgekommen. So muss ich sagen, vielleicht doch eher was für Fans des Animes, die bisher nur das kannten, und manchmal kann ein Fan einfach durch die rosarote Brille schlechte Spiele sich schön reden und dann hat man ja dann, auch wenn man sie sich schön geredet hat, man hat seinen Spaß damit, ne? Ziel ist es übrigens, wie gesagt, das Syndikat hat hier seine Finger im Spiel, man ballert sich durch die Level und unzählige Horden und muss am Ende des Levels einfach den Boss erreichen. So, machen wir ein paar dickere Brocken an. Ich glaube, da hinten in der Gasse ist der Boss. Können ja mal noch das nächste Szenario dann machen. Im Prinzip Abwechslung hier. Fehlanzeige. Ich habe mir das Spiel geholt, da ich hatte eigentlich gute Erinnerungen da dran. Ein Typ mit so einem Raketenwerfersarg auf dem Rücken, zwei fette Knarren. Dachte ich, das ist eigentlich ziemlich cool. Und wie gesagt, ich habe es irgendwann mal gespielt auf einer Demo. Ah, das da hinten ist der Boss. Das war's. Auf einer Demo, glaube ich, gezockt. Oder habe ich es ausgeliehen? Ich kann es euch nicht mehr sagen. Und meine Erinnerung war eigentlich recht gut. Hab's dann gesehen bei der Italian-French Connection und dachte, hey, das nimmst du mit. Und da hast du einfach einen brechegeilen Tipp jetzt für die Leute da draußen. Jetzt hier, wie gesagt, es ist kein, es ist keine wirkliche Kaufempfehlung. Wenn ihr Gungrave mögt, wenn ihr einfach Bock habt auf stupides Geballer, warum nicht? Es wird euch nicht arm machen. So, wir haben hier die Möglichkeit, wir sind in so einem Hideout, können hier speichern, können mit Mika quatschen oder mit Dr. T. Fertig mit dem Aufwärmen. Jetzt weiß das Syndikat, dass du zurück bist. Es gibt kein Zurück. Es wird immer mehr Tote geben, bis Harry besiegt ist. So, dann können wir auch mal kurz mit Mika quatschen. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich habe jetzt den Ton hier ein bisschen leise, aber weil es halt einfach zu arg ist mit dem Unterschied zu den Action Stages. Machen wir den noch klar, diesen Level, und dann habt ihr, denke ich, einen ganz guten Eindruck bekommen von Gungrave. Der zweite Teil, wie gesagt, kam einige Zeit später, auch auf der PlayStation 2, heißt Gungrave Overdose, und diesen November 2022 kommt ein weiterer Teil. Und zwar auf den aktuellen Konsolen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob wir den hier
vorstellen werden. Ja, mal gucken. Es gab auch eine VR-Umsetzung für PlayStation VR. Wo ich sage, okay, das könnte doch ganz cool sein. Also PlayStation VR bedeutet halt dann natürlich mal mindestens PlayStation 4, weil vorher ging nichts. Wo man sagt, okay, eine glatt gebügeltere Cell-Shading-Optik, das Ganze in VR rumballern, könnte Spaß machen. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es mir mal angeschaut, Reviews dazu von Menschen, die gerne VR spielen. Und die haben gesagt, nee, vergesst das. Das ist absolut kein geiles Spiel. Das VR-Erlebnis, absolut Katastrophe, Grafik, furchtbar. Was für ein Cell-Shading-Optik-Game ich wirklich empfehlen kann, ist auf der Xbox 360 ist das, das heißt Dark. Also nicht wie die, oh shit, nicht wie die Netflix-Serie. Das ist ein Vampir-Stealth-Game. Und das ist wirklich gar nicht so schlecht. Man muss sich drauf einlassen. Aber ich hatte wirklich eine gute Zeit damit. Und das kriegt ihr auf der Xbox 360 oder auch auf dem PC. Aber das dürfte jetzt wirklich 1-2 Euro kosten. Aber wenn ihr es spielt, nicht gleich verfluchen. Einfach mal machen, durchbeißen. Das ist schon cool. Aber ist halt ein Stealth-Game, keine Action. Und das Stealth nimmt es wirklich ernst. Und aber da gibt es ein Level in einem Museum. Und da muss ich halt sagen, vom Level-Design ist der richtig nice. Da wurde ich halt oft erwischt und fertig gemacht. Hab da lange dran gesessen. Aber ich fand es dann sehr rewarding, als ich es geschafft hatte. Und hab dann halt immer verschiedene Wege versucht. Wäre natürlich eine dünne Lunte hat. Weiß ich nicht, ob der dann halt generell Stealth Games. Aber das so, oh shit. Aber das so der, ein kleiner Cell-Shading-Tipp von mir. Ich mag diesen Stil halt super gerne. Wurde eine Zeit lang ja ganz häufig benutzt. Da gibt es, wie gesagt, das gute 13 zum Beispiel. Jet Set Radio auf dem Dreamcast war so ein Titel. Oder auch Ultimate Spider-Man. Was es auch für die PlayStation 2 und die originale Xbox gab. Das könnte ich eigentlich mal vorstellen. Ich habe das für die originale Xbox, aber keine originale Xbox. Ich müsste mal schauen, ob das abwärtskompatibel ist und in meiner Xbox One läuft. Also da muss ich sagen, hat man wirklich mehr Spaß mit Ultimate Spider-Man. Wir könnten gleich mal wieder eine Uldi feiern. Jetzt tanken wir uns da erstmal durch. So, rein da. Mit Salto. Also ganz ehrlich, das ist jetzt kein Spiel, wo ich mein Wochenende drin verbringen würde. Auf der PlayStation 2 zum Beispiel, also wer das noch nicht gespielt hat, Killzone. Ist ja jetzt keine unbekannte Marke, ist auch kein Geheimtipp, aber ich glaube, dass mehr Leute eher Killzone 2 und 3 auf der PlayStation 3 gespielt haben.
und vielleicht Killzone auf der PlayStation 2 geskippt haben, aber ich finde das einfach nur Killer. Richtig, richtig geil. Und auch immer noch gut spielbar auf jeden Fall. Tolle Grafik. Das wäre so ein Spiel, wenn ich das noch nicht gespielt hätte, wo ich sage, alles klar, da investiere ich jetzt Zeit rein. Wenn ihr da so einen Tipp habt und sagt, hey, warte, Robo, da gibt es ein PlayStation 2 Game oder eben aus dieser Ära, das spielst du heute immer noch gut weg. Müssen wir hin da lang. Das spielst du immer noch gut weg und vielleicht hab ich's ja nicht auf dem Schirm. Also alles kann man nicht kennen. Oh, diese Steuerung ist echt träge. Kann sein, dass es hier bisschen besser aussieht, wenn ihr zuguckt, als es tatsächlich ist. Das Rumdrehen. Wirklich nur für absolute Fans das Ding. Dürften auch bald fertig sein. Ja, ja, Fabrik, Jungs. Was sind das? Sind das die Wissenschaftler? Einfach weggeholt. Das macht halt schon Bock. Könnte auch das Trefferfeedback, könnte noch ein bisschen cooler sein. Es gibt etliche Baustellen bei diesem Spiel. Aber wie gesagt, 2002, wann kam denn die PlayStation 2 raus? Also so lange gab es sie da noch nicht. Und ich habe mal gehört, dass es gar nicht so easy war. Also dass es wirklich ein kompliziertes Gerät war, um darauf zu produzieren, zu entwickeln. Vielleicht auch so ein... Was haben die da für... Ich zerschieß die alle, aber ich will mal gucken. Tyrants oder so. Vielleicht das auch ein Grund, warum sie so Probleme mit Abwärtskompatibilität und sowas haben. Ich könnte mal gucken, ob ich jetzt Zeitlupe. Nee, funktioniert nicht. Ist vielleicht auch ein Skill, den man später erst bekommt. Kann ja sein. Ich glaube jetzt aber schon, dass ich es mal wieder rauskramen werde. Manchmal ist es so, man macht dieses Retro-Inferno und hat sich einen schönen Titel gekauft. Aber in Wirklichkeit macht man nur dieses Video oder zockt halt kurz an, macht dieses Video und dann spielt man nie wieder. Also so zum Rumdaddeln. Ja. Ah, okay. Man muss den Schalter nicht einfach so umlegen. Nee, man muss gleich zerstören, alles klar. Guckt mal. Dürften wir es doch bald haben. Ah ja, da ist er schon, der Boss. Nehmen wir die Uldi. Fertig. Gangriff. Schön. Ergebnis, Schauplatz 2, Trefferzahl. Verschiedene Schwierigkeitsmodi gibt es da auch, ich glaube 3. Opferrat. Lebensenergie, 49%. Stilbonus, 60. Naja, also Stilbonus, bei einem Devil May Cry kann ich es verstehen. Hier, das war's mit Gungrave auf der PlayStation 2. Kein uneingeschränkter Kauftitel auf jeden Fall.
unter 10 Euro kriegt ihr das locker, wenn ihr sagt, ja, war doch okay, ist mein Ding, habe ich Bock drauf, für ein kleines Taschengeld einfach mal ein Wochenende durchballern. Das ist eine super Sache. Solltet ihr jetzt sagen, Retro ja, aber Gungrave nein, lege ich euch nochmal hier die Italian French Connection aus Grünstadt ans Herz. Da könnt ihr vorbeikommen, ist in der Bahnhofstraße. Bahnhofstraße habe ich hier ein. Nee, habe ich gerade keine Adresse. Bahnhofstraße in Grünstadt ist allerdings nicht wirklich lang. Das werdet ihr fantastischer Laden. Da könnt ihr jede Menge Zeug abgrasen. Da gibt es aber nicht nur Games, da gibt es auch Merch, alte Konsolen. Ich glaube, Neo Geo CD habe ich da auch schon mal drin gesehen. Also wenn ihr auf solche Sachen abfahrt, auf jeden Fall ein Blick wert. Ich habe hier keine Werbung eingeblendet, obwohl ich Werbung für diesen Laden jetzt hier mache. Der Grund ist, die sponsern das hier nicht. Ich habe mir dieses Spiel gekauft und es ist meine eigene Meinung und ich finde es einfach gut, wenn man sagt, nö, ich finde es gut, wenn ihr solche Läden unterstützt. Also jetzt unabhängig von diesen Leuten, gibt ja noch mehr, aber ich finde das cool, solltet ihr machen. Und ja, dann war es das schon mit Gungrave. Mal gucken, vielleicht kriege ich irgendwo auch mal Gungrave Overdose her. Möglicherweise können wir auch mal den Next-Gen-Titel zocken. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr da Bock, Interesse habt, noch mehr von Gungrave zu sehen. Ansonsten Anime kann man mal reinschauen. Und dann war es das für heute. Like und Abo wäre mega und wir sehen uns beim nächsten Mal zum Retro Inferno. Haut rein.